Also Kleinbasel ist ja ein Label, das eigentlich Kleider macht für jeden Tag. Also es ist ein urbaner Stil. Man kann eigentlich so am Morgen ein Kleid anlegen mit dem Flipflop und die große Tasche mitnehmen. Und die kleine Tasche von Kleinbasel ist noch in der grossen innen. Und dann macht man sie Tag und so belohnt man für die große im Büro oder daheim und nimmt nur die kleine und legt die hohen Schuhe und kann noch in den Apero. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich an fast 4 Kollektionen gleichzeitig arbeiten. Also wir im Laden verkaufen den aktuellen Winter jetzt. Im Februar kommt der Sommer 16, wo wir jetzt am Nähen sind. Den nähen wir aber nicht hier, den nähen wir in Deutschland und Kroatien. Und die Taschen in der Schweiz, im Tessin. Das kommt dann im Februar. Und hier haben wir eigentlich jetzt die Entwicklung gemacht vom Winter 16-17. Und im Kopf bin ich dann schon gleich im Sommer 17. Also wir haben so wirklich 4 verschiedene Baustellen, die sich halt immer so ein bisschen ablösen, je nachdem in welchem Stadium sie sind. Eben im Atelier sind es jetzt 2-3 Kollektionen und im Laden ist es dann einfach jeweils die saisonale, die wir sind. Um jedes Kleidungsstück anprobieren und schauen, stimmt es in den Silhouetten, in der Proportion, stimmen die Gürtelschläufen, ist das Regeln richtig. Und so, das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, weil nachher ist das Kleidungsstück hat eigentlich die eine Chance im Laden, nämlich dann, wenn es die Kundin führen nimmt und wenn es ihr gefällt, dann legt sie es an und dann kauft sie es vielleicht und sonst nicht. Also man hat nicht so viele Chancen, zum jemandem gefallen quasi als Kleid. Ich würde vorschlagen, Sie kommen einfach bei uns vorbei. Wir haben einen Laden in Basel und einen in Zürich. Sie können sich unverbindlich umschauen, Sie können die neue Sommerkollektion anschauen und wir freuen uns sehr, wenn Sie kommen.